Die nächste Übung ist eine Verbesserung der Rotationsbewegung bzw. der Drehbewegung des Handgelenks. Wozu benötige ich diese Bewegung im Alltag? Zum Beispiel beim Aufschließen einer Tür oder beim Tragen eines Tellers. Bei dieser Übung ist der Unterarm auf der Unterlage. Der Kasimir streckt den Daumen nach oben. Der Daumen dient uns als Messanzeige der Beweglichkeit. Der Kasimir dreht jetzt so weit er kann sein Handgelenk nach außen und nach innen. Therapeutisch empfehlen wir eine Wiederholungsanzahl von 15 Wiederholungen und 3 Durchgänge.